Ja, wieder mal ein neuer Tag bei Selbstversorgeralltag in Ungarn. Ja, heute sind wir nicht im Wald, sondern wir stehen hier am Bahnhof. Heute geht's zum Einkaufen nach Kapuzwar. Ja, das ist atemberaubend, mit dieser Bahn hier zu fahren. Und das werden wir hier jetzt mal zeigen. Die Fahrt kostet hier pro Person 1,12 Euro. Also, da lohnt sich nicht mit dem Auto zu fahren. Also, dann ist die Bahn unschlagbar günstig. Ja. Und hier im Hintergrund hier kann man den Bahnhof sehen. Der ist ziemlich marode, ziemlich kaputt. Der muss irgendwie saniert werden. Deswegen ist hier alles mit so einem gelben Band hier abgesperrt. Ja, mal schauen, wann das hier mal gemacht wird. Es sieht ziemlich schlimm aus. Ja. Und jetzt müssen wir warten, bis der Zug kommt. So sieht das Ganze aus. Das Wetter heute wieder mal herrlich. Wirklich schönes, herrliches Wetter. Der Zug kommt vom Balaton. Ja, hat auch manchmal Verspätung und es heißt jetzt einfach nur warten. Aber bei dem schönen Wetter hier ist das einfach nur noch herrlich. Wir sind in Kapuzwar angekommen. Ich hoffe, man kann mich verstehen hier durch den Autolärm. Hier im Hintergrund das Bahnhofsgebäude. Und jetzt gehen wir zum Gemüsemarkt. Ja. Hier ist schon ganz schön was los. Gemüseeinkauf haben wir jetzt hinter uns. Also hier ist immer des Samstags immer irgendetwas los. Und wenn man an einem Stand steht, man merkt natürlich schnell, dass wir aus Deutschland sind. Da wird man sofort angesprochen. Ja. So sieht das Ganze aus. Aber Leute sind alle freundlich, kann man nichts hinsagen. Haben wir richtig wieder Äpfel, Bananen, wir haben Chiasamen, Walnüsse, alles Mögliche gekauft. Ja, und jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's hier weiter an einem schön angelegten Park hier. Wirklich wunderschön hier. Muss ich sagen. Wirklich sehr schön angelegt. Hier kann man im Frühsommer richtig schön spazieren gehen. Das Wetter, ja, ist einfach grandios. Einfach grandios. Wenn jetzt die wärmere Jahreszeit kommt, ja, dann macht das hier richtig Freude, hier durchzuspazieren. Ja, wir gehen jetzt weiter einkaufen. Und zwar, wir müssen noch Saatgut haben.
Wir haben hier circa gute 3 Stunden Aufenthalt. Wir können also hier alles mit Ruhe erledigen. Also das ist alles kein Problem. Der Zug fährt erst in 3 Stunden wieder zurück. Ja, ist also alles kein Problem. Man kann also schön gemütlich durch die Stadt schlendern. Heute ist ein stürmisches Wetter heute. Ja, aber nur ein paar Minuten vom Bahnhof entfernt bekommt man alles, was man im Prinzip braucht. Also hier ist wirklich in Kapuzwa, ist wirklich grandios. Hier bekommt man einfach alles. Wir sind wieder auf der Rückfahrt. Ja, dieses Mal haben wir einen erwischt, der ein bisschen neuer aussieht. Ja, sieht schon relativ modern aus. Selbst 2 Fahrräder kann man hier mitnehmen. Ja, so sieht das ja aus, wenn man hier mit dem Zug fährt. Ein kleines Abenteuer. So, wir sind wieder zurück von der abenteuerlichen Fahrt mit dem Zug. Also, hier läuft ja alles ganz anders. Selbst wenn hier junge Mütter mit Kinderwagen kommen, die werden sofort geholfen, den Kinderwagen in den Zug rein zu transportieren. Auch wir hatten mit unserem Einkaufswagen, das Ding wurde uns aus den Händen gerissen und in den Zug transportiert. Ja, das soll man ja nicht glauben. Also in Deutschland ist so etwas undenkbar. Also ist eine ganz neue Erfahrung in Ungarn Zugfahrt. Kann ich einfach nur jedem mal empfehlen. Also ist einfach herrlich. Und das Wetter, was wir hier haben im Moment. Heute Morgen war es frisch, windig und zwar ein kalter Wind. Muss ich wirklich sagen. Man konnte das auch so ein bisschen hören, auch während der Fahrt. Dieses Gewackele, der Zug, also der fährt sehr unruhig. Die Schienen sind sehr, sehr alt. Und deswegen ruckelt das alles ein bisschen so. Ja, eine kleine Abenteuerfahrt. Kann ich einfach nur jedem mal empfehlen, so etwas zu machen. So? Ja, so sieht das Ganze aus. Jetzt rutscht das Stativ hier ein bisschen. Ja. Wer jetzt also mehr wissen will, wie das hier weitergeht, was wir hier so alles anstellen, wie unser Selbstversorgerhof aufgebaut wird, der sollte diesen Kanal hier abonnieren. Wer Fragen hat, wir lesen alles, wir beantworten Fragen, der sollte unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns die Tage wieder bei Selbstversorgeralltag in Ungarn.